Herzlich willkommen zu unserem Lehrvideo über die Konkurrenzanalyse. Heute werden wir lernen, wie man ein Scoring-Modell verwendet, um die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation zu analysieren. Lassen Sie uns dabei gemeinsam entdecken, wie dieses Werkzeug Ihnen helfen kann, Ihre Position im Markt besser zu verstehen und strategische Entscheidungen zu treffen. Eine Konkurrenzanalyse ist ein Prozess, bei dem eine Organisation oder ein Unternehmen die Stärken und Schwächen seiner Mitbewerber untersucht. Ziel ist es, die Wettbewerbslandschaft zu verstehen, um strategische Vorteile zu erlangen. Dies bedeutet aber auch, dass man den Blick auf sich richten muss. Und dies kann unabhängig vom Unternehmenskontext auch angewendet werden auf der persönlichen Ebene. Denn auch hier profitiert man davon, wenn man sich ein Stärken-Schwächen-Profil erstellt und sich somit über die eigenen Besonderheiten bewusst wird. Typische Fragen, die dabei helfen können, sind zum Beispiel: Was liegt mir besonders? Was mache ich besonders gern? Wo helfe ich anderen sehr gerne und bin dabei eine große Stütze? Oder auf der anderen Seite: Was fällt mir besonders schwer? Wo war ich bisher vielleicht weniger erfolgreich? Und was kostet mich große Überwindung? Um das Stärken-Schwächen-Profil noch besser zu validieren, könnte man auch andere Personen bitten, diese Fragen für einen selbst zu beantworten und die Ergebnisse miteinander vergleichen. Wir verwenden in unserer Vorlage ein Scoring-Modell eines Stärken-Schwächen-Profils mit Schulnoten. Die Skala könnte aber auch beliebig angepasst werden, also beispielsweise eine Skala von 1 bis 10 verwendet werden. Ein Scoring-Modell ist ein strukturiertes Werkzeug, das verwendet wird, um verschiedene Aspekte von Wettbewerbern zu bewerten und zu vergleichen. Es hilft dabei, eine objektive Bewertung durchzuführen und klare, quantifizierbare Ergebnisse zu erzielen. Die Bewertung erfolgt anhand von vordefinierten Kriterien, die für den spezifischen Markt oder die Branche relevant sind. Sie können diese beispielsweise nach finanziellen, organisatorischen, physischen oder technologischen Gesichtspunkten clustern oder aber auch einfach passende Kategorien für Ihren Markt, für Ihren Kontext festlegen. Wie gehen wir nun dabei vor? Als erstes überlegen Sie sich die Bewertungskriterien und wählen die Bewertungskriterien aus, die für Ihre Branche bzw. Ihre spezifische Problemstellung relevant sind. Das könnten beispielsweise der Preis, die Produktqualität, der Marktanteil, der Kundenservice oder aber auch in einem pädagogischen Kontext der Betreuungsschlüssel sein. Sammeln Sie Daten über Ihre Wettbewerber. Das heißt, recherchieren Sie Informationen über Ihre Hauptkonkurrenten, nutzen Sie dabei Quellen wie Marktberichte, Kundenbewertungen, Unternehmenswebsites oder aber Social Media. Dann bewerten Sie die Wettbewerber und sortieren sie sozusagen in diese Tabelle ein, die Sie hier sehen. Geben Sie jedem Wettbewerber für jedes Kriterium eine Punktzahl und verwenden Sie, wie hier schon gesagt, ein einheitliches System. Danach können Sie anhand dieser Visualisierung relativ schnell einen Überblick über die Ergebnisse bekommen und sehen, wie sich das Stärken-Schwächen-Profil der einzelnen Marktteilnehmer entwickelt. Sie könnten hier auch mit Farben arbeiten anstelle von Rauten und Punkten beispielsweise. Das ist Ihnen überlassen, wie Sie das am besten darstellen wollen. Abschließend analysieren Sie die Ergebnisse und vergleichen dabei die Stärken-Schwächen der Wettbewerber miteinander und können daraus Ihre strategischen Erkenntnisse ableiten. Typische Kriterien bei Konkurrenzanalysen im Managementbereich könnten eben der Preis, die Produktqualität, Kundenservice, die Anzahl von Produktlinien oder aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis sein. Man kann Konkurrenzanalysen aber auch auf sehr spezifische Problemstellungen herunterbrechen. Beispielsweise könnten Sie ein Stärken-Schwächen-Profil von verschiedenen Social-Media-Accounts erstellen und dabei auf Follower, Engagementraten, Klicks, Wiedergabedauer und andere Indikatoren eingehen. Sehr häufig gibt es auch branchenspezifische Erkenntnisse oder Situationen. Im Sport sprechen wir von Coopetition. Dieses Wort ist eine Kombination aus Cooperation, also Kooperation, und Competition, also Wettbewerb. Denn im Kontext des Sports bedeutet das, dass Vereine zwar miteinander konkurrieren, um eben Titel und Erfolge zu gewinnen, aber gleichzeitig müssen diese auch miteinander kooperieren, um die Liga und den Sport insgesamt erfolgreich und attraktiv zu gestalten. Denn ohne ein gegnerisches Team gibt es eben keinen spannenden Wettkampf
und somit auch keine Einnahmen oder Titel, die es dann letztendlich zu verteilen geht. Auch dies lässt sich in einem Scoring-Modell abbilden, auch wenn man hier bei den Kriterien möglicherweise etwas spezifischer oder auch kreativer werden muss. Auch im Non-Profit-Bereich stehen Organisationen, die das gleiche Ziel verfolgen, im Wettbewerb zueinander, zum Beispiel in der Kinderfürsorge oder in der Gesundheitsvorsorge. Häufig geht es um Fördergelder oder um Spenden oder letztendlich einfach auch nur um die Position im eigenen Markt. Doch für die Lobbyarbeit in der Branche ist man zwingend auf Zusammenarbeit angewiesen. Und wenn wir ein Beispiel bringen wollen, auch bei Trägern von Kindertagesstätten, die in einer Stadt oder Region aktiv sind, gibt es Konkurrenz untereinander, beispielsweise Konkurrenz um ausgebildete Fachkräfte. Man kann also auch hier ein spezifisches Scoring-Modell erstellen. Sie sehen, ein Scoring-Modell ist ein äußerst nützliches Werkzeug für die Konkurrenzanalyse. Es ermöglicht eine strukturierte und objektive Bewertung der Wettbewerber und liefert dabei wertvolle strategische Einblicke in die unterschiedlichen Stärken-Schwächen-Profile. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen geholfen zu verstehen, wie Sie ein Scoring-Modell anwenden und aufbauen können, und freuen uns, wenn Sie dies in Ihren Fallstudien regelmäßig nutzen.